Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Ich weiß, es gab schon länger nichts mehr von diesem Projekt. Ich bereue es auch so ein ganz kleines bisschen. Aber wenn man keine Lust hat, dann hat man keine Lust. Und heute bin ich besonders motiviert. Darum werde ich in gekünstelter Stimme euch davon überzeugen, dass ich voll Bock habe, Pokémon aufzunehmen. Ich bin jetzt im Teleshopping-Fernsehen und werde euch dieses ultra geniale Produkt präsentieren. Diesen einzigartigen Staubsauger, den einfach jeder Haushalt braucht. Ohne diesen Staubsauger werdet ihr nie wieder so sehr gut staubsaugen können, wie ohne diesen Staubsauger, was durchaus Sinn macht. Egal, wir kämpfen jetzt gegen ein Vulcano. Schön. Ich mag Vulkane. Ich wohne nicht in der Nähe eines Vulkanes, zum Glück, weil sonst wäre ich höchstwahrscheinlich bald tot, wenn der aktiv wäre oder so. Keine Ahnung. Ein Vulpix. Der Risen Chaos hat mir in der nächsten Stadt ganz viel Spaß versprochen und wie ihr da ist nicht ganz viel Spaß, dann werde ich aber für Chaos in deinem Leben sorgen, mein Freund. Dann mache ich einen auf Haftbefehl und dann boxe ich deine ganze Familie. Ja. Ich bin heute ein bisschen überkandidelt. Ihr merkt es höchstwahrscheinlich ganz dezent. Nein, ich bin eigentlich ganz normal drauf. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die nächste Stadt heißt. Oh, guck mal hier. Was macht der denn hier mitten auf der Straße? Was? Ich dachte, das wäre jetzt einer... Ich dachte, das wäre jetzt einer von Eisassistenten, der mir ein Geschenk überreicht. Nee, das ist einfach nur ein Streber, Garrett. Das ist ja voll doof. Und hier hat man natürlich wieder eine Busgeschichte für euch parat, die ist heute aktuell passiert. Im Grunde genommen ist das keine Busgeschichte, das ist eine ich stehe doof in der Gegend herumgeschichte, was auch durchaus manchmal passiert bei mir, dass ich doof in der Gegend herumstehe. Zum Beispiel, wenn ich auf den Bus warte. Was jetzt der Fall gewesen ist, und zwar habe ich auf den Bus gewartet, ich weiß, ultra spektakulär. Haltet euch fest, setzt euch hin, schnallt euch am besten noch an, denn was jetzt kommt, das könnte euch eventuell aus den Socken hauen. Nee, Spaß beiseite, es war jetzt nicht so spektakulär, aber es hat mich ein bisschen angewidert und auch ein bisschen traurig gemacht. Und zwar stand ich halt an der Bushaltestelle und habe auf den Bus gewartet. Und das ist eine sehr belebte Bushaltestelle, mitten am Hauptbahnhof könnte man sagen, dementsprechend sehr viel Laufpublikum, sehr viele andere wartende Fahrgäste. Und ich stand halt da so draußen, das ist halt so draußen, habe keine geraucht. Ich bin jetzt schon länger jetzt übrigens nicht Raucher, falls die Leute, die sich gefragt haben, ob ich das denn durchgezogen habe. Ja, also mittlerweile klappt das ganz gut, schon fast einen Monat rauche ich nicht. Mal so ganz nebenbei erwähnt, auf jeden Fall stehe ich da und warte. Stelle dann im Kopf fest, ja jetzt eine Zigarette wäre nicht schlecht, aber ich bleibe standhaft. Und da sind vor mir so zwei Halbstarke, die gerade am Rauchen sind. Lass sie 13, 14 gewesen sein. Also viel zu jung, um Nikotin sich in die Adern zu pumpen. Das finde ich nicht besonders vorbildlich. Ja, vorbildlich sowieso nicht. Also ich wäre nicht vorbildlich, wenn ich vor den Jungens geraucht hätte. So rum. Ja, ist ja auch scheißegal. Daran habe ich mich gar nicht so sehr gestört. Ich meine, lass sie rauchen. Die sind ja wohl alt genug. Zwillinge ist ja süß. Ein Doppelkampf. Aha, den haben wir auch nicht allzu häufig. Da haben die auch so ein bisschen Potenzial verschenkt, finde ich. Das ist natürlich ganz toll, dass wir jetzt den Blobfisch draußen haben. Der kann ja gar nichts. Hauen wir erstmal den einen weg. Ah, nee, du machst gar nichts. Du wechselst dich mal. Bäumchen, wechsel dich. Machen wir mal so. Das sieht doch ganz gut aus. Auf jeden Fall, was mich so gestört hat an den beiden... Die sahen auch ein bisschen komisch aus, aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Waren so Möchtegern-Coole. Und die haben permanent auf den Boden gerotzt. Muss das denn sein? Das fand ich total widerlich. Die haben wirklich permanent auf den Boden gerotzt. Also die haben die ganze Zeit auf den fucking Boden gerotzt. Ich meine, das mag ich bei Fußballern schon nicht sehen, wenn der ihre halbe Schnodder über den Rasen fliegt. Ich meine, das mag vielleicht sogar noch einen Sinn haben irgendwo, weil, weiß ich nicht, die das nicht schnell genug runterschlucken können, wenn sie am Rennen sind oder so. Keine Ahnung, aber die können ja wohl runterschlucken. Das kann deren Mutter wahrscheinlich auch. Dementsprechend habe ich eigentlich erwartet, dass die Söhne das auch können. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist einfach, dass das absolut widerlich war. Und ich mit meinen Schuhen dann irgendwie in solche Rotze mal reintrete, wenn die da irgendwie literweise auf den Boden platzieren. Also das muss wohl echt nicht sein. Das ist absolut... Oh mein Gott, wie viele Trainerkämpfe hier noch sind. Ich kann ja so viel reden währenddessen. Wir werden wahrscheinlich in dieser Aufnahme nicht mal die nächste Stadt erreichen, weil das einfach noch so ein weiter Weg ist. Ich spule mal vor. Hohoho. Was? Giftwolke? Furchtbar. Smog, meine ich natürlich. Smogon, ja. Auch wiederum ein Spiegel unserer Gesellschaft.
Durch die vermehrte Konzentration von Schadstoffen in der Luft ähnelt unsere Umwelt langsam aber sicher auch einem Smogon. Ja, so kann man natürlich aus einem bescheuerten Thema ein pädagogisch wertvolles Thema machen. So. Ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt, am liebsten hätte ich jetzt einen Pokémon-Center, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, war da oben nicht sogar eins? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und ich werde gleich mal im hohen, ich habe übrigens, scheiße, wo habe ich meine Zettel mit den Pokémon? Upsi, genau. Ich will mich heilen, weil ich ja meinen Dingsbums ein bisschen trainieren möchte. Mein Dingsbums, damit meine ich jetzt nicht, also es ist keine andere Bezeichnung für mein Genital. Nein, damit meine ich Traumato. Traumato, genau. Ich will euch ja nicht traumatisieren mit irgendwelchen Schilderungen über mein Glied. Ich meine natürlich Traumato, das Pokémon. Das möchte ich an erste Stelle setzen. Übrigens war ich jetzt wieder ein bisschen vulgär in diesem Part. Also ich habe öfters mal gelesen, dass das ein bisschen vermisst wird. Ich soll wieder vulgärer werden. Aber Leute, ich reife auch wie ein guter Wein. Ich werde erwachsen. Ja? Ich werde bald 24. Da kann ich mich nicht mehr wie ein Kind verhalten. Da muss ich... Ne? Was hat der Schnackfahrt letztens, also mit dem rede ich ja auch ab und zu mal über Skype, was hat er letztens gesagt? Er bleibt einfach ein Kind. Also irgendwie sowas. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass man sich, sag ich mal, ein Stückchen Kindsein erhalten lassen soll. Aber man wird ja trotzdem erwachsen. Man ist ja kein Kind mehr in dem Sinne. So, mal gucken, was hier so ist. Ich meine, wenn das extra eingezäunt ist, dann muss da ja phänomenaler Stuff drin sein. Oh, ein Fukano habe ich noch nicht. Scheiße, ein Fukano. Das ist ein Feuer-Pokémon, das will ich haben. Warte mal, ich muss meine Liste holen. Der da war bestimmt dabei. Jeder will mein Schoßhündchen sein. Das ist selbstverständlich. Wenn der nicht genannt wurde, dann fresse ich einen Besensamstiel. Gucken wir doch mal. Wir können jetzt ja schon mal ein bisschen schwächen. Da haben wir ja direkt das gute Pokémon für ausgerüstet. Aber mal Konfusion. Das sollte es ja wohl noch nicht umbringen. Und dann können wir es ja eventuell auch hypnotisieren, dann schläft es schon mal. Auch eine gute Idee. So, ich suche derweil mal Fukano. Ne, mache ich gleich, wenn ich es gefangen habe. Vielleicht fange ich es ja nicht und dann habe ich umsonst gesucht. So, Fukano. Reicht das schon? Ne, warte mal, mach nochmal eine Hypnose. Was bitte? Geht daneben? Ach stimmt, Hypnose ist so eine Attacke. Hypnose mache ich natürlich. Ja, hervorragend. Ach, leck mich doch am Arsch. So, einmal gucken wir noch. Na komm her. Fukano, du willst es doch auch. Dulu, ein Mauzi. Leck mich am Arsch. Das finde ich jetzt richtig krass. Das will ich haben. Und zwar, boah, ich bin voll im Pokémon-Fieber. Ich hole mir sie alle. Gotta get them all. Heuler. Da heult er. Ah, ich habe auch schon Mauzi gefunden. Luffy Herz 6. Na. Der hat zwar lange nicht mehr kommentiert, soweit ich das überblicken kann. Ich weiß gar nicht, ob der auf meinen alten, neuen, im Grunde genommen, alten, neuen Channel... Also ich weiß gar nicht, ob der mitgekommen ist. Sowieso glaube ich, dass einige es nicht mitbekommen haben, dass ich jetzt wieder auf Arcus LP bin. Ich verstehe das immer nicht. Ich mache ein Ankündigungsvideo, ich schreibe überall auf dem Channel rauf, dass der Channel inaktiv ist und dass es auf Arcus weitergeht. Und trotzdem reilen es nicht alle Leute. Ich kapiere es immer nicht. Aber okay. Schläfst du vielleicht ein, wenn ich jetzt... Zahltag... Da schmeißt er mir einfach ein paar Münzen ins Gesicht. Ich meine, im echten Leben würde ich das durchaus begrüßen. So, das Ding pennt schon mal. So, und rein von der Logik her sollte ihn das ja wohl kaum stören, wenn ich ihm jetzt einen Pokéball durch die, auf die Fresse schlage. Wir nehmen sogar einen Superball, komm. Weil der schläft, ne? Das Mauzi schläft. Siehst du mal. Da haben wir Mauzi. Miauts, genau. Ich finde die Weiterentwicklung finde ich ja nicht mehr so toll. Ich finde, Mauzi hat ja so ein bisschen was Menschliches. Das mag aber auch daran liegen, dass ich natürlich immer das Mauzi vor Augen habe, was es in der TV-Serie gibt. Dementsprechend... Luffyherz! Ihr habt Namen. Ich hoffe für dich, du bist eine Frau. Ganz ehrlich, ein Mann, der sich Luffyherz nennt... Ich will dich nicht schamlos beleidigen, aber... Ich verstehe das immer nicht. Luffyherz... Was soll das heißen? Also Luffy? Monkey D. Luffy? Also ich kenne halt Monkey D. Luffy. Das ist halt ein Charakter aus One Piece. In der deutschen Version heißt der Ruffy, weil wir Deutschen scheinbar das japanische Pendant dazu nicht aussprechen können, weil wir halt doof sind. Wir sind halt deutsch. Wir haben eine deutsche Zunge. Wir kommen mit dem Japanischen nicht zurecht. Ach du Scheiße. Was eine Göre. So viele Pokémon. Na, nützt ja alles nix. Aber ich will kurz einen Prozess, wisst ihr was? Das werden wir schön mit Dings klären. Währenddessen können wir unser Traumato so ab und zu mal trainieren.
da mache ich mir jetzt gar nicht groß den Kopf, ey, weil wenn, da sitze ich ja hier, da sitze ich ja, das ist ja eine, also das ist ja eine reine Trainerstrecke hier. Viel zu viele Trainer. Da kommst du überhaupt nicht mehr hinterher. So habe ich meine Busgeschichte eigentlich, das war übrigens sowieso mein Glückstag heute. Ne? Erstmal die Geschichte, die mich schon ein bisschen traumatisiert hat, dass da spuckende Kinder unterwegs sind. Ich hätte auch fast den Mund aufgemacht, ne? Ich hätte fast was gesagt. Ich hätte fast gesagt, lass den Scheiß, weißt du? Aber ich habe mich dann doch nicht getraut, in Anführungsstrichen, weil, muss nicht sein. Du hattest sowieso einen anstrengenden Arbeitstag. Da musst du jetzt auch nicht noch irgendwie dich mit halbstarken Jugendlichen auseinandersetzen. Das muss nicht sein. Aber es war sowieso mein Glückstag, denn im Bus wurde es nicht besser. Also im Bus, da war wieder dieses skurrile Ehepaar, habe ich schon mal erzählt. Kurz angerissen, total alte Frau, viel jüngerer Mann, scheinbar sehr, sehr geistig behindert und keifen sich die ganze Zeit im Bus an, kommen nicht schnell genug aus dem Bus raus, pöbeln dann den Busfahrer an, weil der die Tür so schnell geschlossen hat. Und das ist jedes Mal wieder Karneval. Oh, Leute. Und ich saß natürlich genau im Fokuskreis, ne? Ich dachte schon, als die reinkamen, ne? Ich weiß ja, welche Station die ungefähr immer einsteigen, wenn sie dann einsteigen, weil sie da mal einkaufen gehen oder so, keine Ahnung. Und ich habe das schon gesehen, wie die reinkamen. Und da dachte ich schon, oh mein Gott, lieber Gott im Himmel, ne? Verschone mich heute bitte. Und dann setzen die sich direkt vor mich, ey. Dieser leichte, modrige Geruch direkt in der Nase, weißt du, da kriegst du direkt, da kommt dir der Schmock wieder hoch. Boah, ey. Das war echt, also was ich hier erlebe. Also wieso? Das ist so toll, bei mir am Bahnhof herumzustehen, das ist immer wieder Party. So viele komische Leute, die da rumlaufen, das ist in jeder Stadt wahrscheinlich so. Ist ja auch ganz logisch, ne? Viele Leute, da ist irgendwo auch mal was Skurriles dabei. Das ist absolut absurd. Da war auch wieder der eine Typ da, der immer mit einem Sangria-Becher durch die Gegend läuft, also mit so einem riesigen Sangria-Fläschchen. Die gibt es dann in so großen Packungen, diese Sangria-Buddeln. Ich weiß nicht, wen du damit ins Koma bringen willst, aber okay. Und der hat da rumgepöbelt, der schreit da nämlich immer rum, der schreit immer rum, der schreit immer scheiß Bullen, fickt euch alle ins Knie! Und brüllt da immer rum, der hat so lange Haare, so ein langhaariger Bombenleger, nichts, dass ich was gegen lange Haare hätte. Wenn die Übergangsphase nicht so scheiße wäre, würde ich mir auch glatt lange Haare wachsen lassen, aber das ist nun mal scheiße. Das könnte mir eventuell, nee, ich glaube, das steht mir nicht. Aber ist auch egal, langhaarige Bombenleger, die verurteile ich nicht von vornherein, deswegen nenne ich sie auch Bombenleger. Ihr wisst, was ich meine. Lange Haare können bei Männern durchaus gut aussehen, ne? Es kommt immer drauf an, nicht jeder kann es tragen. Einigen steht dann eher eine kurze Frisur, aber ich will ja gar nicht über Frisuren reden, das ist ja viel zu uninteressant. Was viel interessanter ist, dass dieser besoffene Typ da herumgeschrien hat. Das hat mich wieder genervt. Also, da gibt's... Was? Nein! Nein, ich wollte... Nein, ich wollte Kopfnuss lernen! Nein! Das ist, wenn man eine Sekunde nicht aufpasst. Das passiert, wenn man über besoffene, komische Typen referiert. Och, nö! Radikal, du dummes... Kopfnuss wäre eine anständige Attacke gewesen. Kann ich die noch nachlernen irgendwie? Scheiße! Ich spiele das nicht nach, Kollegen. Nee, nee. Nur wegen einer Attacke mache ich das nicht. Na, dann ist auch egal, mein Gott. Eine Attacke, das wird uns schon nicht umbringen. Nicht wahr, Loretta? Loretta de Mar. Lorette de Mar. Und noch so eine Göre. Mauzi ist so süß. Sehr süß. Pass mal auf, wenn ich mit deinem Mauzi fertig bin. Ich habe euch ja auch schon mal von dem einen Typen gelesen, der stand immer direkt am Hauptbahnhof, da auf so einer Verkehrsinsel. Hatte die Bibel in der Hand und hat gepredigt. Der hat laut in die Luft geschrien und irgendwelche Bibelverse vorgelesen. Wurde natürlich auch von diversen Leuten verarscht, ist ja selbstverständlich. Wenn man sich in einer komischen, schwarzen, langen Kluft mit einer Bibel in der Hand mitten auf die Straße stellt, ja, dann darf man sich über Spott nicht wundern. Der ist leider lange nicht mehr gesichtet worden. Vielleicht wurde er von irgendeinem Moslem abgestochen. Nein, das war politisch inkorrekt. Das darf man so nicht sagen. Nicht, dass alle Moslems jetzt grundsätzlich jemanden anderer Religion abstechen würden. Dschihad bedeutet ja nicht heiliger Krieg unbedingt, sondern im Grunde genommen der Krieg mit sich selber und seinem Glauben. Ne? Aber einige lesen halt ganz gerne mal Panzerfaust und dann geht's halt ab. Aber das Christentum, das ist auch befleckt. Ne? Damals die Kreuzzüge und alles, da wollen wir gar nicht drüber reden. Und die Katholiken, ne, die ganzen Kindermissbrauchsgefälle und so, also wir haben alle Dreck am Stecken, ne? Wir haben alle Dreck am Stecken. Welche Kirche hat keinen Dreck am Stecken? Ganz ehrlich, Religion ist eine Glaubenssache. Soll jeder glauben, woran er will. Meinetwegen auch an irgendwelche imaginären Dinge. Ich glaube dann einfach daran, dass, ich glaube an mich. Ich glaube einfach an mich. Ich denke mal, es kann nicht schaden, an sich selber zu glauben. Da verlässt einen zwar auch mal schnell der Glaube, aber naja.
So, ich habe hier Kekse liegen, die starren mich die ganze Zeit an. Ich muss gleich die Aufnahme beenden, weil sonst, weiß ich nicht, sonst kann ich mir nichts mehr garantieren. Sonst mutiere ich zum Krümelmonster. Ah, kriegst du noch einen Flammenwurf in die Fresse, na komm. Ach ja, hier, kann ich ja nochmal im Pokémon sagen, ich bin jetzt YouTube-Netzwerkpartner, falls die Leute, also falls es noch nicht jeder mitbekommen hat, ich habe das über Bulletin, Facebook und Google Plus schon geteilt, habe da so eine kurze Notiz gemacht, ich wollte nicht extra ein Video machen, also ich bin jetzt Partner wieder, dementsprechend schalte ich Video, Werbung. Und wenn ihr diese Werbung nicht sehen wollt, dann behaltet euren Adblocker meinetwegen an. Ihr solltet dann nur wissen, dass ihr mich dann, also ich sag mal so, jede Werbung, die geblockt ist oder wird, die kommt mir nicht zugute. Muss ich nochmal so sagen. Aber das ist für jeden, das ist jedem selbst überlassen, da will ich euch nicht reinreden. Wenn euch 30 Sekunden Werbung zu viel sind, dann ist das so. Dann dürft ihr auch gerne den Adblocker anlassen. Ich persönlich habe den tatsächlich aus, auf YouTube aber nur. Eben weil ich so eine Situation kenne, gerade bei kleineren YouTubern, die brauchen das einfach. Ihr müsst euch mal vorstellen, bei einer Quote von, sag ich mal, 1000 Views auf einem Video, da haben 60 bis 70% einen Adblocker an. Das heißt, 60 bis 70% von diesen 1000 Aufrufen bringen dir keinen Cent ein. No? Das ist halt so. Adblocker sind sehr weit verbreitet, aber ich will gar nicht über Adblocker referieren. Ich benutze für manche sehr aufdringliche Webseiten, wo wirklich aggressiv Werbung geschalten wird, benutze ich auch einen Adblocker, gebe ich zu. Oder wenn ich mal ein komplettes Projekt von jemandem schaue, sprich, ich setze mich mal einen Sonntag hin und schaue ein komplettes Projekt durch, dann mache ich den ab und zu auch mal an, weil ich mir denke, boah, nach jedem Video wieder eine Werbung, das ist doch ein bisschen doof. Da bin ich ganz ehrlich. Ich meine, warum soll ich euch jetzt was vorlügen, ne? So, ich glaube, das ist der letzte Kampf. Ey, wir kommen nicht voran in diesem Scheißspiel, ne? Also, das Spiel ist aber auch umfangreich. Also, ihr könnt von Glück sagen, dass ich was zu erzählen habe. Ich will einfach nicht die ganze Zeit vorspulen. Ich finde das dumm. Ich spule das mal vor jetzt hier. Komm, das spulen wir mal vor. Wir haben ja sowieso kaum vorgespult. Nein, ich will das Pokémon nicht wechseln. Das kann man ja auch immer machen. Das sind ja nun mal unwichtige Kämpfe gerade. Da kann man es ja eigentlich theoretisch ruhig mal machen, aber naja, ich will es einfach nicht die ganze Zeit machen. Ah, komm, sind wir am Ende? Ich will das nochmal wissen. Aber da geht es dann noch weiter. Ich glaube, durch den Tunnel müssen wir durch den Tunnel oder müssen wir hier lang? Oh, das ist eine Frage. Ich glaube, der hat Durst, ne? Da komme ich nicht durch, genau. Der ist durstig und weil er durstig ist, ist der Eingang gesperrt. Egoistisches Arschloch. Aber okay, so sind Menschen nun mal. Ja, einer ist vergiftet. Da oben ist noch so ein Trainer. Was ist denn da unten eigentlich, wenn ich da runtergehe? Oh, das werden wir alles in der nächsten Aufnahme erfahren. Ich hoffe, wir werden es schaffen, in der nächsten Aufnahme endlich die Stadt zu erreichen. Das war mal wieder ein sehr trainerlastiger Part. Ansonsten habe ich gar nicht mehr viel zu sagen, außer schönen Tag noch. Und wie gesagt, also Pokémon Feuerrot ist immer so ein Lust- und Laune-Projekt. Ich muss an dem Tag echt gerade, weil sie nicht Sabbelwasser getrunken haben, um Bock darauf zu haben, weil das ist so ein Projekt, wo ich einfach drauf losrede, ohne Punkt und Komma wie ein Wasserfall. Das passt einfach, das ist, denke ich mal, für Pokémon ganz angemessen. Und da habe ich nicht immer Lust drauf. Das ist auch anstrengend. Naja, nicht so anstrengend. Wenn ich halt gerade dieser Phase bin, dann ist es auch nicht anstrengend. Ihr wisst hoffentlich, worauf ich hinaus will. Also erwartet das jetzt nicht unbedingt regelmäßig. Aber es kommt. Es kommt und es geht weiter. Auf Wiedersehen, tschüss, bye bye.